Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone Different Brew. Ich bin's, der Pyron Imperia, und wir haben die letzten zwei Runden auf den Sack gekriegt, was nicht so geil ist. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Ich will die Quest fertig haben, ey. Boah, ich habe kein Hunter-Deck. Außer das da, was ich mir da zusammengewurschtelt habe. Ja, mal schauen. Habe ich eine Ruby in Eck reingepackt? Weiß ich jetzt gerade nicht. Oh, schon wieder. Du spielst nur gegen Hunter oder gegen Mage? Ja, ich habe eine Ruby in Eck reingepackt. Das ist schon mal ganz geil. Na, mir fällt gerade nichts ein, was noch besser wäre in dem Deck. Also nichts, was ich habe zumindest. Die eine Leggy wäre natürlich super geil, aber der legendäre Shredder da, aber habe ich halt nicht. Was soll ich machen? Da man seine Viecher selber nicht attacken kann, ich weiß gar nicht, ob nur Ruby and Egg bei mir irgendwas bringen würde. Und ruft er. Jetzt bringt eine Ruby and Egg auf jeden Fall was. Fett. Richtig nice. So. Der macht nämlich 2 Damage auf jeden Fall. Höhö. Ach so. Der wird jetzt jedes Mal, wenn er nicht sein Dingens einsetzt, ist es GG. Sehr denn natürlich, der hat jetzt, weiß ich nicht, diese Arcan-Missiles oder so. Und die treffen mein Loot-Horror und mein Dingens einmal. Das wäre natürlich jetzt hart assi. So, der muss mir jetzt Attack geben. Komm schon, Baby. Okay. Nice. Und Attack, komm schon, Attack. Ach, fick dich. Oh, cool. Der macht auf jeden Fall 2 Damage. Aber damit er erstmal nicht angreifen kann, dann machen wir so. Zwei Damage. Also eine Ruby in Eck ist schon sehr stark. Oh no. Why you. Lol. Dreadscale. Zweimal Dreadscale, ehrlich? At the end of your turn, deal 1 damage. Das kann ich nur machen, wenn. Die Frage ist, wenn ich zweimal Dreadscale drauf habe, treffen die sich auch gegenseitig? Das wäre natürlich hart assi. Ansonsten wäre die Kombi mega gut, wenn die beiden nicht getroffen werden können. Jedes Mal 2 Damage. Gegen alles, was auf dem Feld liegt. Richtig assi, ja. Ich finde aber, das sind so richtige Scheiß-Leggies. Der Dingens, der. Dieser Deadmore oder so, wie der heißt, der ist irgendwie cooler. Echt? Du spielst sowas? Ja, von mir aus, Dankeschön. Nehmen wir den noch.
Warum packt man denn den rein? Ja, vielleicht um meine Karten zu verringern. Ich bin bei 17, während der bei 20 ist. Das ist. Oha! Oh, ist das. Oh, das ist stark, Alter. Das sind 6, 7, 8. Einen kriegen wir auf jeden Fall platt. Warte mal, ich brauche nur 7 Damage machen. Boah, die gehen dann aber alle drauf, ey. Egal, jetzt sind wir 2 Karten. Okay, nice. Boah, nicht schlecht. Problem ist. Immer schön heilen, Dankeschön. Der wird den jetzt wegmachen. Oh, ein goldener Totem. Höh. Ich will das nicht schon wieder verlieren. Das steht schon mal fest. Ich muss das jetzt schön überlegt machen. Das nächste haben wir 8. Das heißt, ich könnte die beiden kombinieren. Je nachdem, wie viel er wegmacht. Der macht mir 14 Schaden, wenn er komplett einfach auf Face geht. Okay. Guck mal, dann brauche ich Dreadscale gar nicht spielen. Dreadscale brauche ich nicht spielen, deswegen kann ich den rufen und den nehmen. Ach fuck, ich hätte mit dir. Oha. Siehst du, das ist wieder dieses unüberlegte Spielen, ey. Mein Gott. Manche Leute brauchen viel zu lange für so einen Zug und ich lasse mir gar keine Zeit, um irgendwie irgendwas zu machen, ey. Das war zum Quatzen. Boah, 4 Damage. 4 Damage ist hart. Aber egal, machen wir. Kein Thema. Was war der Sinn jetzt dahinter? Okay. Okay. Wie viele Plätze haben wir? Ja, genau, da sagst du was. Ah, bitter. Ja, komm, Alter. Nein, nicht den. Ich den. Ich will den. So. Soll er dem ruhig Damage machen, ist ja nicht so schlimm. Das war dumm. Das war dumm.
Egal. Okay, die machen sich gegenseitig auch Schaden. Der hat wahrscheinlich Copy drinne. Und irgendwas Rüstung oder so. Irgendwie sowas. Warum nimmt man Viecher, die dem Gegner irgendwie Vorteile gibt? Vielleicht hat man keine anderen? Erstmal, ob der irgendwas Attack-mäßiges hat. Armor wahrscheinlich, ja. Wo ist mein Bogen? Du bist nicht mein Bogen, du bist mein Bogen. Wir haben gewonnen, Alter. Leck mir am Arsch. Wir haben gewonnen, ey. So ein Scheiß, ja. Ah, gratis Pack schon mal. Ah, nicht schlecht. Schauen wir uns direkt auch mal an. Komm schon, Baby. Nichts, nichts. Oh, eine Legi. Ah, die ist auch geil. Sag, oh, ein Golden, Alter. Oh mein Gott. Geil. Das heißt, wir können die entweder behalten oder wir machen die zu Staub und uns direkt eine neue Legi, was ganz geil wäre. Egal, eine goldene Legi. Fett, Alter. Richtig geil. der Effekt von der Legi ist, glaube ich, dass du ein Vieh mit Taunt direkt zerstören kannst, was ganz cool ist. Black Knight. Hua, Golden Legendary. Wie viele Minuten sind wir? 12? Ja, komm, eine Folge kriegen wir noch hin. Jetzt werden wir wieder hart rasiert, habe ich so das Gefühl. Wir werden wahrscheinlich immer so zweimal verlieren, einmal gewinnen. Das heißt, in ganz vielen Folgen sind wir fertig. Shall be mine. Let the hunt begin. Let the hunt begin. To all enemies. Das ist ganz geil. Erstmal ein bisschen Kohle einschütten. Jo, ich grüße dich auch. Und wir sagen danke. Greetings, Traveler. Mal auf die richtige Farbe stellen, grün nämlich. Mikrofon ist noch richtig eingestellt. Genau, folgendes. Für die Leute, die das hier gucken, immer eine kleine Frage. Was haltet ihr von Diablo? Sollte ich, also ich spiele im Moment richtig viel Diablo. Also immer, wenn ich Zeit habe, spiele ich Diablo. Sollte ich Diablo aufnehmen? Das wäre meine Frage jetzt. Das heißt dann Greater Rift Runs und versuchen Zeugs zusammen zu farmen und sowas alles. Okay, das wird zwar länger und. Oh. Ich hätte da schon Bock drauf, nur weiß ich nicht, ob die Leute sich da reinziehen. Sowas im, weiß ich nicht, 50er Bereich. Also ich. Heute habe ich geschafft, so ein 50er Greater Rift Solo zu machen. So, erste Mal in meinem ganzen Life. Oh, cool.
hast du nun für mich? So, guck mal, hat schon mal nichts gekostet. Ich hätte da schon Bock drauf. Ich erstelle mir gerade ein Equip für ein Dingens, für einen Monk. Samurai Monk heißt der Bild. Zumindest da, wo ich ihn abgeguckt habe. Und ja. Vielleicht sowas. Verschiedene Charaktere hochziehen oder so. Oder equipen und dann mit denen ein bisschen riften oder so. Keine Ahnung. Verschiedene Builds vorstellen. Vielleicht, was bringt der da? Was hat dem das jetzt gebracht? Also mal bitte. Ich könnte das so machen. Könnte ich so machen. Ja, verschiedene Builds. Ich könnte keine nice Würfel zum Beispiel erklären für die Leute, die jetzt nicht so in dem Bereich unterwegs sind oder so. Die Antwort wäre cool. Jetzt habe ich schon die Wochen für die die Folgen für die Woche. Die Wochen für die Folge habe ich schon fertig. Nein. Die Folgen für die Woche habe ich jetzt schon fertig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wie immer. Wir sehen uns in der nächsten Folge, beziehungsweise nächste Woche Dienstag. Bis dahin, viel Spaß noch. Haut da rein. Ciao.